Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und ja, heute das zweite Sticker-Album-Update. Ihr seht ja hier schon den Stapel hier. Das sind alles Sticker aus den Orakels noch. Es wird dann noch ein Video kommen, wo ich noch Sticker-Tütchen auspacke. Ich habe noch ein paar. Ja, das Album ist auch noch nicht so voll. Ich sehe mal gerade hier ist dreckig. Ich weiß, meine Hände sehen wieder aus, aber macht euch nichts draus. Das ist ja nur meine Krankheit. Ihr sollt euch ja hier um die Sticker und um das Album hier konzentrieren, nicht auf meine Hände. Ja, da würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann legen wir los. So, also, dann legen wir mal los hier. Wir haben hier, gehen wir mal auf Seite Nummer 1 hier. So, die Nummer 4 habe ich hier. Kommt hier hin. Das ist hier das Maskottchen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt richtig. Ah, hier kann man noch eintragen. Italien! Ja, wie habt ihr das aufgenommen, dass Italien gewonnen hat? Fandet ihr das gut? Fandet ihr es schlecht? So, erstmal Konzentration beim Einkleben. Ja, ich fand es richtig geil, dass Italien gewonnen hat, also England. Was danach passiert ist nach dem Spiel, das war ja furchtbar. Also, was ich gelesen habe und alles. Ja. So, den habe ich leider schon. Sticker Nummer 5. Donnarumma, erstklassiger Torwart finde ich, noch ziemlich jung. Der hat noch eine Karriere vor sich. Ja, also ich habe ja gesagt, dass Italien gewinnt. Also ich habe es gehofft. Aber was dann die Engländer da? Ja, ich finde das nicht so nice, was die da. Vor allem, dass dann jeder Schwarze irgendwie gejagt werden soll oder sowas. Verstehe ich irgendwann einfach nicht. So, wir haben hier Sticker Nummer 15. Den habe ich aber leider schon. Dann haben wir Sticker Nummer 18. Den habe ich leider noch nicht. Oh, ich dachte schon, ich hätte den schon. Aber noch nicht. So, ja. Wie gesagt, Sonntag kam mir noch das Orakel. Jetzt habe ich mal 2 Tage Pause gemacht. Ich habe mir erst überlegt, ob ich das hier machen soll, wegen meinen Händen. Aber ich kann ja nichts dafür. Würde ich mal sagen. So, hier haben wir Sticker Nummer 19. Der ist direkt nebendran. Den haben wir schon. Dann haben wir Sticker Nummer 20. Den haben wir auch schon. Dann haben wir hier 38 B und A. Der fällt mir noch. Die fehlen mir noch. Wir haben hier Jan Sommer und Akanji von der Schweiz. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die nicht beschädige. Da kommt. So, Jan Sommer. Na. So. Ja, ich gehe wieder arbeiten jetzt diese Woche. Deswegen habe ich noch nicht mehr so viel Zeit. Also ich arbeite jetzt erstmal nur diese Woche einen halben Tag, damit ich wieder reinkomme. Und ja, oh, da ist mal was passiert. Da ist mir was passiert. Hoffentlich kriege ich den nochmal kurz ab. Oh, Glück gehabt. So, ja, also ihr wisst ja, oder die meisten wissen ja, dass ich Dings habe hier hin. Bandscheibenvorfall. Wir haben hier 39 B und A. A und B. Ja, und deswegen war ich schon lange Zeit krank. Also 2 Wochen also die letzten 2 Wochen und eine Woche davor war ich arbeiten und dann davor war ich, glaube ich, 4 Wochen krank. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt muss ich Krankengymnastik machen. Mal gucken, ob das damit besser wird. Oder ich muss halt unter das Messer. Vielleicht. Ach, mal hoffen es nicht. Ja. So, ich bin froh, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Ich denke, ihr auch, weil ja, es fehlt irgendwie was, jetzt wo die Euro vorbei ist. So, wir haben hier Sticker Nummer 53. Den habe ich schon, der ist hier oben. Ich habe hier noch ein zweites Sticker-Album, das ist hier nebendran. Das ist kein Hardcover, das ist ein ganz normales. Wir haben hier die 54 direkt nebendran. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch gesammelt habt. Habt ihr schon das Album voll oder ist euch das so teuer gewesen? 1 Euro für ein Sticker-Tütchen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die damals gekostet haben, wo ich damit angefangen habe, mal. Wo ich noch ziemlich jung war, ne? Ja. 56. Ah, ja.
Der fehlt mir noch. Wunderbar. So ist das hier. Von der Schweiz. So. Also ihr seht schon, mir fehlen noch einige. Muss mal gucken, was ich mache, wenn ich es nicht ganz voll bekomme. So viele Sticker-Tütchen habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube um die 30 oder so. Wir haben hier Zuber. Oh, der ist hier. Wunderbar. So, komm schon. So, er will nicht. So, ja. So, ah. Ich mache mal Werbung gerade hier für unser Instagram-Profil. Zwar von dem Pro-Clubs-Verein FC Stürmisch. Könnt ihr gerne beitreten. Da kommen halt so Spielervorstellungen oder halt unser neues Trikot. Wir haben ein neues Trikot. Wir haben hier die 67. Ja. Oh, haben wir schon. Okay, von der Türkei. Ja, leider früh ausgeschieden. Oh, wir haben hier das Wales-Logo. Die 98. Oh, ihr seht das Logo hier gar nicht. Vor lauter Licht hier. So, zack. Ja, also Pro-Clubs gibt es immer samstags meistens. Also während der Woche gibt es meistens nichts. So, fehlt mir sogar noch. Also der Verein ist auch ziemlich voll, glaube ich schon. So viel wie ich weiß. Ah, nein. Der ist schief. Der ist schief. So ist besser. Beinahe schief eingeklebt. Weil hier unten dachte ich, der wäre gerade. Und dann sehe ich hier, up. Ja. So, wir haben hier die 103. Der fehlt mir auch noch. Ui, Wales sieht schon recht gut aus hier. Ja, also es könnte ein bisschen längeres Video werden hier. Na, geht doch ab. Ach, Junge. So. Jo, was soll ich noch sagen? Falls ihr noch kein Abonnent auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr kostenlos ein Abo dalassen. Und natürlich auf dieses Video hier ein Like geben. Wir haben hier Gareth Bale, den haben wir schon. Ja, da wäre ich sehr zufrieden oder würde mich sehr freuen für ein Like. So, wir kommen hier zu Belgien jetzt. So, hier fehlt mir noch ein Sticker. Oh, Belgien ist auch noch. Oh, den habe ich schon. Den habe ich schon. So, haben wir noch einen Belgier. 130. Fehlt mir noch. Wunderbar. Ja, ich weiß gar nicht, was ich so quatschen soll dabei. Wenn ich jetzt irgendwelche Fragen hätte oder so, dann wüsste ich ja. Vielleicht stell dir mir einfach mal ein paar Fragen und dann kann ich die während dem, wo ich hier einklebe oder so, mal vorlesen oder so. Oder ich wollte dann noch ein Mappen-Update machen hier mit diesen Karten hier. Das sind auch noch welche, wo ich reinmachen muss in die Mappe. Da habe ich hier noch einen Stapel mit doppelten. Eieiei. So, wir haben hier die 134. Thielemans. Oh, der ist hier. Der fehlt mir noch. Ja, also letzten Monat, der war richtig gut auf YouTube. Ja, also um die 70 Abonnenten gemacht. Ja, also wir kommen jetzt so langsam auf die 1800 zu. Also mir fehlen noch knapp 80 Abonnenten. Ja, manchmal tue ich mich schwer, irgendwie Videos zu machen. 136. Hier, Witzel mit den geilen Haaren. Witzel mit dem Schnitzel. Ja, ja, Pro-Clubs macht auch immer so viel Spaß, aber letzten Samstag war das furchtbar. Furchtbar. Alles verloren, außer zwei Spiele. Bei dem einen Spiel war ein Rage-Quit. Das andere Spiel haben wir gerade so Ach und Krach gewonnen. Weiß gar nicht mehr, war das 3-2 oder so. Wir haben hier die 138, fehlt mir auch noch. Carrasco. Ja, also, da könnten sie auch mal neue Ideen für Pro-Clubs machen. Für FIFA 22. Ach, so. Das Geile wäre ja, wenn die irgendwie aus der Kabine kämen oder was könnte man dann noch? Wenn die jetzt zum Beispiel die Spieler vorstellen hier, wenn sie auf dem Rasen sind. Ah gut, die Namen, die kann man natürlich nicht so vorlesen. Wir kommen hier jetzt zu den Einzelstickern. 149a. Oh, fehlt mir sogar noch. Lukaku. So, Lukaku. So, Nummer 1. Und dann haben wir hier noch Mertens. Na, geht doch runter hier. Ja, ach, mir fällt einfach nichts ein, was ich reden könnte. Also über das Pro-Clubs habe ich ja schon gesprochen. Also Pro-Clubs macht echt Bock, wenn es klappt, dass man mal gewinnt oder so. Aber ja, wir sind halt so schlecht. Ne, Quatsch. Ja gut, doch schlecht schon, aber halt. Oh, 151 A und B. Fehlt mir sogar noch. Den haben wir dann hier. Jürgensen und Kier, Dänemark. Schade, dass sie nicht ins Finale kamen. Italien gegen Dänemark, denen hätte ich das gegönnt. England, ich weiß es nicht. Grüne Rasen und dann... So, einmal. Und dann hier noch Kier. So, oh, wir haben ja noch welche. Oh, fehlt mir auch noch. Fehlen mir gar nicht mehr viele hier. Nur noch zwei hier. Bei den Dänemark-Spielern. So, wir knicken das einmal.
Dann nehmen wir das hier ab und hier drauf. Ja, ich würde am liebsten öfter streamen, aber ja, ich weiß nicht was. Ich würde am liebsten Fußballmanager mal machen, aber ich weiß nicht, wie gut das ankommt oder mit welcher Mannschaft. Weil mit Frankfurt, das ist ja eigentlich eher so ein, wo ich denke, das mache ich als Video oder so. Oder gibt mir Vorschläge, dann kann ich das vielleicht mal streamen irgendwie. Mit welcher Mannschaft zum Beispiel. Wir haben hier die 164 Westergaard. Fällt mir sogar noch. Sehr nice. Oh, Dänemark sieht auch noch nicht, sieht auch nicht so schlecht aus hier. Ich noch ein paar Stück habe. Aber ich sehe gerade, ich habe schon einen doppelt. Jo. Rein mit dir hier, Westergaard. Rein mit dir ins Album. So. Die 166 habe ich gesagt, ist doppelt. Dann haben wir die 167. Die fällt mir sogar noch. Ui, das wird immer besser hier. Also ich hoffe, dass ich noch einige ziehen werde hier aus den anderen Päckchen. Wäre nicht schlecht. Ansonsten, muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Ob ich tausche oder ob ich mir noch ein paar Sticker kaufe. Aber das ist natürlich auch wieder Geldsache. 1 Euro für ein Päckchen, das ist schon heftig. Die 192, oh, die fehlt mir sogar noch hier. So, was? Soiri oder Soiri von Finnland. Ja, ja, sorry, dass ich hier ab und zu mal nichts rede. Hier war er. Nicht, dass ich mal falsch einklebe wie Knossi. Der Typ. Wen hatte der falsch eingeklebt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Spieler in falsches Land reingeklebt. 195. Den haben wir hier so. Den Jensen. Den Jensen. Na, komm schon. Ja, dann will ich mich noch bedanken für alle, die wo hier jetzt Mitglied auf meinem Kanal sind. Das ist ja nicht, ja, wie soll ich sagen? Selbstverständlich, dass jeder mal einen Euro für so einen kleinen Streamer da lassen. Oder kleinen YouTuber. Aber seitdem ich das gemacht habe, habe ich, ja, wie viel habe ich jetzt? 4 oder 5? 4 oder 5 Mitglieder. Finde ich richtig nice. 200 B, A und B, so. 200. Oh, die fehlen mir sogar noch. Sehr schön. Also, falls du auch mal Mitglied auf meinem Kanal sein möchtest, ab 99 Cent kannst du das werden. Ach, ein bisschen schief, macht nichts. Mir macht das nichts. Ist ja für mich das Album, ist ja nicht, dass ich das irgendwie verlose oder sowas. Ah, hier in der Mitte ist das immer furchtbar. So, ja. Also nochmal vielen Dank für die ganzen Mitglieder. An Mo, an Joschza, an, wer war das nochmal? Tobi? Und an UP. UP war ja der Erste. UP, der Ehrenmann. 200 A und B. Ja. Ja, bei 2000 Abonnenten werde ich mir mal was, irgendwas einfallen lassen. Aber das ist ja noch ewig hin. Ich muss ja erstmal die 1800 schaffen. Ich mache jetzt YouTube seit 2017. Ja, also andere haben da in der Zeit sogar noch mehr. Scheiße. Ach, ich habe hier immer Probleme. Ja, ich kann hier nicht über das Mikro und dann noch. So, so ist besser. Zum Glück kann man die nochmal kurz abziehen. Ansonsten hätte ich ein Problem. Dann haben wir hier 204 A und B. Die haben wir hier. Russland. Bei den Finnen, ja, da fehlen noch 6 Stück. So, hier geht's jetzt so. Da kann ich besser gucken. Aber wenn ich hier jetzt zum Beispiel einklebe, habe ich ein bisschen Probleme. Ach, gibt's doch nicht. So, ja, das wäre es dann hier schon mal. Dann haben wir hier als nächstes die Porträtsticker von Russland. 212. Ach, die haben 2 Torwarte. Ja, manche Länder haben keine 2 Torwarte hier drin. Keine Ahnung, warum. Ich weiß auch gar nicht, wann die Updates oder ob es überhaupt Update-Sticker gibt. Also ich weiß, dass es von den Deutschen eine TIN gibt. Ja, wo alles drin ist. Von der ganzen Mannschaft. So, hier 213. Oh, fällt mir auch noch. Ja. Aber ich gebe keine 22 Euro aus oder was die kosten. Das ist mir viel zu teuer. Das ist mir zu teuer. Dann haben wir 243. Oh, das ist schon Österreich. Österreich. Da fehlt mir immer noch Alaba. 243. Oh, da fehlt mir noch. Also hier wird es schon langsam eng. So, Trimmel. Aber nicht Gerhard Trimmel, sondern hier. Wie heißt der? Christopher Trimmel. Gibt ja noch einen Torwart, der heißt auch Trimmel. Dribble. So, 249 ist hier der. Dann haben wir die 252. Wo ist er? Hier, Arnautovic. So, dann kommen wir hier wieder zu den Action-Sticker oder wie man da sagt. So, 259 A und B. Oh, fehlen mir noch. Boah, ich krieg schon einen trockenen Hals von dem bisschen Reden hier. Ja, gesundheitlich. Ja, ihr seht's ja. Okay, es wird jetzt wieder ein bisschen besser. Also, und dann noch
Ja, der Bandscheibenvorfall, alles Kacke, was man alles bekommt. 261 A und B, hier die. Also, seid froh, wenn ihr alle gesund bleibt. Ich hoffe es für jeden. Also ich hab's natürlich erwischt mit der Schuppenflechte und mit meinem... Ja, ach, schon wieder schief. Ach, scheiß drauf. Ich dachte, hier unten sieht's gerade aus und dann klebe ich das volle rein. Der ist okay. Aber der hier, oh, ich krieg den, glaube ich, nicht mehr ab, oder? Ne, ach, komm, lass. 266 A und B. Schade. Habe ich schon. Also alle, was ich jetzt doppelt habe, kommt natürlich in mein Album für die Doppelten. Ich habe hier noch einen Stapel mit den Doppelten. Hier haben wir Ake für die Niederlande. Habe ich den schon? Ja, schade. Dann haben wir hier noch einen Niederländer. Hadeboer oder Hadeboer. 276. Ach, den habe ich schon. Die 295. Okay, nehmen wir eins weiter. Oh, der fehlt mir noch. Hier sind wir jetzt schon bei Nordmazedonien. Also hier sieht es auch schon, ja, was heißt gut aus. So, drin ist er. Also wie gesagt, ich mag lieber die Karten. Die braucht man einfach nur reinstecken, fertig ist. Das Kleben, ja. Ihr seht ja schon, wie lange das Video jetzt geht. Also ich nehme hier auf, jetzt ist hier schon 27 Minuten. 301 habe ich schon. Wenn ich Doppelte habe, ist natürlich auch gut. Dann brauche ich ihn nicht einzukleben. Außer später mein Doppeltes. Aber das mache ich halt privat. Privatos. Na, komm schon. Er will nicht. Der will nicht ins Album. War das die 302? Ja, 302. Da haben wir noch die 303. Wer ist das hier? Nikolov. 303. Oh, jetzt muss ich aber gucken hier. Wartet mal. So. Ja, oh, sieht doch schon ganz gut aus hier bei Nordmazedonien. Hier kommen wir jetzt zur Ukraine. So, hier sieht's so aus. Die Ukraine ist ziemlich voll. Da fehlen nur noch zwei. Da oben, ja. Ja. So, Ukraine. Wir haben hier die 324. Habe ich schon. Kommt hier. So, was ich noch an Videos machen möchte oder vielleicht machen werde, ist das Handyspiel von Monte. Ja, ist jetzt schon, was weiß ich, zwei Wochen raus. Drei Wochen. Wer ist das? Karatin. Wie heißt das nochmal? Befreie. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ah, der Hund. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Lost. Ja, ihr wisst ja, wen ich meine. Der Hund von Monte. Den ja das Finanzamt entführt hatte. Und ihr müsst den wieder befreien. Kylo. Jetzt habe ich den Namen. Kylo. 339. Oh, den habe ich schon. Ne, da ist 39. Huch. Hätte ich beinahe zu den Doppelten gelegt. Beinahe. Ah, jetzt muss ich wieder gucken hier. Ja, befreie Kylo. Ich habe mal ein bisschen angezockt. Ja, ich finde es nicht schlecht. Also man muss nichts bezahlen für irgendwas. Also ihr müsst alles erspielen, um irgendwie Truhen zu erhalten oder Waffen oder sowas. 341 fehlt mir auch noch. Wer ist denn das? Ja, Remschuk. Dann würde ich gerne noch das Handygame von den Lokalhelden euch zeigen. Ist das überhaupt richtig? Ja. Ach. Ich muss irgendwie einen Knick in der Optik haben. Ey. Eieiei. So, da haben wir hier noch die 360. Wir haben es bald. 300. Oh, hier kann man sogar noch, ich glaube, seinen eigenen Sticker hier reinmachen. Aber, ach, Quatsch. Brauche ich nicht. 360 ist, Kroatien. Oh, hier Modric. Habe ich den schon? Luka Modric, der fehlt mir sogar noch. Ja, die Lokalhelden-App wollte ich euch noch zeigen. Was wollte ich denn noch? Dann gibt es noch einen Fußballmanager, der online ist. Den wollte ich euch noch zeigen, weil ich da angeschrieben wurde. Dass ich das euch mal zeigen, oder ob ich das euch mal zeigen könnte, habe ich auch mal vor. So, dann haben wir hier die 376 A und B. Habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, habe ich schon, aber wen haben wir denn hier? Kaderabek und Darida. So, und Darida. Was ich eigentlich noch vorhatte, wäre so ein Let's Play. Was heißt Let's Play? Also, Musiala Karriere. Und zwar vom Youngster zum Starspieler. Alter, das Licht, das ist, ja. Naja, wir haben hier von Tschechien die 386. Fehlt mir sogar noch. Kufal. Ja, falls ihr darauf Bock hättet, die Musiala-Karriere. Aber nur, wenn ihr sie sehen wollt. Also, ich mache ja sowieso eigentlich nicht so viel Karriere, FIFA. Ich weiß nicht.
Ich habe auch eine Zeit lang Ultimate gezockt. Brauche ich ja jetzt auch nicht mal anzufangen. 387. Direkt nebendran hier. Ich habe zwar ein stabiles Team, aber halt nicht so, dass man gegen Online-Spieler gewinnen könnte. Außerdem bin ich sowieso nicht so der Weekend-League-Zocker. Ich habe keinen Bock, ein ganzes Wochenende da zu sitzen, um meine Weekend-League-Spiele zu machen. Dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Wir haben hier 388, direkt nebendran wieder. Ja, moin. Hier voll die Tschechen am Start. Tschechen. Aber der letzte Tscheche hier. So, dann kommt die 418. Müssen wir nochmal ein bisschen nach vorne. Den haben wir hier. England. Ja, die unsympathischste Mannschaft. Ja, was heißt unsympathisch? Also, die England-Mannschaft kann ja dafür nichts, dass die Fans so ausrasten. Ach, Mann. Muss ich halt doch so schräg machen, dass ich sehe, was ich hier mache. So, so ist besser. Wenn man nicht gleich so hier drüber rubbelt, dann kann man den nochmal abziehen. Aber jetzt würde ich den nicht mal abbekommen. 450. 450. Hier seht ihr noch die Einzelsticker. So, müsste hier sein. Oh, fehlt mir sogar noch. McLean. McLean? Ja. So, Orakels. Ich weiß ja nicht, haben die euch alle gefallen, die von der EM? Also ich habe ja zu jedem Spiel ein Orakel gemacht. Also das hatte ich noch nie irgendwie, dass ich was durchziehen hätte können. So, wir haben hier 454. Der fehlt mir sogar noch. Hui. Ja, hat mir auch richtig Spaß gemacht, die ganzen Orakel zu machen. Vor allem hier mit Kev und mit Yasin, Yoshi, mit UP. Ich glaube, UP habe ich nur ein Spiel gemacht oder so. Ich glaube, Spanien war das. Ich weiß nicht mehr genau. Also mit Kev habe ich, glaube ich, die meisten gemacht. Wir haben hier die 458. Oh, habe ich schon. Ah, hier habe ich schon alle vier. Wunderbar. Habe ich hier die 462. Fehlt mir sogar noch. Polen. Bednarek. Ja. So, rein mit dir hier ins Album. Zack, drin ist er. Dann haben wir hier die 468. Der fehlt mir auch noch. Juhu. Ja, das Einzige Gute, wenn noch nicht viel drin sind. Du hast nicht so viele doppelt. So, rein mit dir. Ja, 470. Den habe ich schon. Dann die... Gibt es wieder Einzelsticker. 490 A und B. Habe ich die schon? Ja, habe ich schon. Schade, schade. Die 494 hier. Slowakei. Da habe ich auch schon. Die 505. Da. Der fehlt mir noch. Das ist ja wunderbar. So. Sule. Zack. Drin ist er. 528. Da kommen wir jetzt schon zu den Spaniern. Oh, hier Thiago. Der Ex-Bayer. Der Ex-Bayer. Hier. Ja, also am enttäuschendsten von der EM war natürlich die Deutschen. Die Spanier haben mich auch ziemlich enttäuscht. Die Portugiesen. Ja, also die Gruppe von den Deutschen komplett versagt. Also Italien habe ich es gegönnt. Also wie man schon gesehen hat, im ersten Spiel das 3-0 gegen die Türken. Ja, da habe ich gleich schon gedacht, da kann was. Die können weit kommen. Hier seht ihr nochmal die Einzelsticker von Schweden und Spanien. Also da fehlen mir noch einige. Oh, das Logo. Das Schweden-Logo. Na, kommt schon. Will nicht. So, jetzt. So. Drin ist es. 547. Wir haben es gleich geschafft. Ich weiß, das Video ist lange. Ich hoffe, ihr seid noch alle am Start. Und ich schreibe mal bis hierhin Hashtag Schweden in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr bisher geguckt habt. Haha. So, 551. Da fehlt mir noch. Sehr schön. Krankquist. Na, komm schon. Er will nicht. Er will nicht ins Album. So, jetzt habe ich. Der wollte schon so rein, gerade. So, dann haben wir hier die 554. Oh, der fehlt mir auch noch. Das sieht ja richtig gut aus hier bei den Schweden. Also wer hier gefehlt hat, war Ibrahimovic. Der Ibra Kadabra. Oh, ob der nochmal für die Schweden spielt? Keine Ahnung. Der ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Wir kommen hier zu den Franzosen schon. Noch eins weiter. Hier seht ihr, mir fehlen noch zwei. So, wir haben hier die 574. Habe ich schon. Leider, leider. So, mir fehlt hier noch auf jeden Fall das Logo. Und ja. Okay, hier kommen schon die Einzelspieler. Also hier habe ich gar nichts. Die 592 habe ich schon. Dann kommt hier noch die 599 A und B. Habe ich auch schon. Dann habe ich hier noch die 603 A und B. Habe ich noch nicht. Gnabry und Werner. Toni Kroos ist ja zurückgetreten. Ich noch gar nicht gesagt. Also. Ich denke mal, ihr wisst das alle. Ich
Ich denke mal, ist die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob noch welche zurücktreten werden. Oder man weiß ja auch gar nicht, wen Flick alles nominieren wird. Ich weiß ja nicht, ob er eine komplett neue Mannschaft aufstellen werden wird oder... Ja, man weiß es nicht. So, die 612. Also bei den Deutschen sieht es auch noch ziemlich mau aus hier. Obwohl, es geht eigentlich. Jonathan Tah, der war doch gar nicht dabei, oder? Die meisten waren hier fast gar nicht dabei, oder? Ne, Quatsch. Was erzähl ich denn da? Aber ich glaube, Draxler war nicht dabei. Waldschmidt weiß ich jetzt gar nicht. So, wir haben hier Leon Goretzka. Oh, der fehlt mir noch. Das ist gut. Das ist gut. Zack. Drin ist er, der Goretzka. Ja. Dann haben wir die 622. Das ist hier Leroy Sané. Der enttäuschendste Mann. Ich bin mal gespannt, wie der unter Nagelsmann spielen wird. Ja. Ich war ja so Feuer und Flamme, dass er zu Bayern kam. Hab mir das Trikot beflocken lassen mit Sané. Hab jetzt sogar noch ein T-Shirt hier unten drunter, wo auch Sané ist. Und was war? Enttäuscht. Enttäuscht. Wir haben hier Ungarn. Oh, den habe ich noch nicht. 627 hier. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wäre er besser in Manchester geblieben. Dass man mal nicht gut spielt, ist ja klar. Man kann nicht immer auf hohem Niveau spielen. Also außer Ronaldo oder so. Ja. So, wir haben es gleich. Es sind nur noch 4 Sticker. Vielleicht sind da noch welche doppelt. 636 da oben. Also Ronaldo wurde ja Torschützenkönig. Ich glaube, Donnarumma wurde, glaube ich, zum Torhüter des Turniers. Ich weiß es gar nicht genau. Ich konnte am Sonntag das Spiel ja nicht gucken, da ich ja am Montag wieder arbeiten war. So, rein mit dir hier. So, dann haben wir die 642. Fehlt mir auch noch. Also bei Ungarn fehlt mir nicht mehr so viel. Sieht zwar mehr aus, aber zack. Rein mit dir hier. Rein. Zack. Dann haben wir noch so Einzelsticker von Portugal. 654. Oh, das heißt, ich habe hier Portugal voll. Huhu. Nice, nice, nice. Hier haben wir Ruben Dias. Zack. Und dann haben wir hier noch Bernardo Silva. Und hau rein mit dir. Und wir kommen zu den letzten zwei Stickern. Mal gucken, ob ich die noch einkleben muss oder nicht. Wir haben hier die 659. Mal hier. Portugal. Auf der Seite auf jeden Fall schon recht gut voll. So gut wie möglich gerade einkleben. Dass mal einer nicht ganz gerade wird, ist klar. Oh, hier haben wir Renato Sanchez. Der Ex-Boy, 672. Da. Und das war dann der letzte Sticker hier in diesem Video, den ich einklebe. Ziemlich lang geworden hier das Video. Aber, ja. So. Das war's. Ich glaube, da hinten kommt, ja, nichts mehr. So, so, so. So. Und dann würde ich sagen, war's das mit diesem zweiten Sticker-Album Update. Es wird wahrscheinlich noch eins kommen. Mal gucken. Oder zwei, ich weiß noch nicht. Also eins kommt auf jeden Fall. So, da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Livestream oder sonstiges. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.